Moin! Ja, du, moin! Bist du auch reif für die Insel? Ah, dann komm, dann gehen wir ein paar stressfreie Momente genießen. Na, komm, komm. Nein, wie schön. Hallo Andrea, einen wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen bei Reif für die Insel. Ja. Stressfreie Momente genießen, Live-Interviews mit Experten aus den verschiedensten Lebensbereichen. Heute eingeladen habe ich mir Andrea Diekmann. Andrea ist Expertin für matrixbasierte Lebensoptimierung und sie verhilft Menschen, um das mal zu übersetzen, dazu mit Leichtigkeit und Freude wieder in die eigene Kraft zu kommen, ohne sie dabei zu manipulieren. Liebe Andrea, und dazu haben wir eine kleine Geschichte auch zu deinem Leben, den Satz, und als Physiotherapeutin bin ich immer wieder an meine Grenzen gestoßen. Erzähl mal bitte. Ja, also ich bin Physiotherapeutin, Heilpraktikerin und wohne hier im schönen Norden. Ich meine, du bist ja noch weiter nördlich, aber Cayman. Und ich habe die Praxis von meinem Vater übernommen und habe jährlich immer die gleichen Patienten mit den gleichen Beschwerden gehabt und habe dann gedacht, also irgendwie darf doch mal etwas anderes geschehen. Und wir sind immer nur, wir beschäftigen uns immer nur mit den Symptomen und niemals mit der Ursache. Die Ursache muss tiefer sitzen. Durch meinen eigenen Weg und durch meinen eigenen Leidens- und Lebensweg bin ich an die Matrix-Quantenheilung oder auf die Matrix-Quantenheilung gestoßen. Und es war einfach eine unglaubliche Wende, die danach stattgefunden hat, weil ich war wirklich auch ich hatte keine Lust mehr, diese herkömmlichen Therapien zu machen und war selber so traurig und hatte gar keine Lebensfreude mehr. Ja, und habe dann, wie gesagt, das erlernen dürfen und seitdem hat sich ganz, ganz viel auch in meiner Arbeit, mit meiner Arbeit verändert. Das Patientenklientel in unserer Praxis, ich habe 7 Mitarbeiter, hat sich auch komplett verändert und dadurch ist einfach die Lebensfreude auch wieder gekommen und natürlich auch die körperlich-geistige Gesundheit. Okay, du sagst, dass es dir wichtig ist, Menschen wieder in die eigene Leichtigkeit und Freude zu bringen, ohne sie dabei zu manipulieren. Das klingt sehr spannend. Ja, ich habe so in dem Augenblick habe ich irgendwie an Hypnose oder sowas gedacht, aber das ist es nicht mit Matrix. Kannst du mir erzählen, was Matrix, was das bedeutet, wie ich mir das bildlich vorstellen kann, um überhaupt mal ein Bild davon zu bekommen? Der Name Matrix, das ist der Name unseres genetischen Bauplans. Jeder hat seinen eigenen genetischen Bauplan. Karl-Heinz, und du hast auch deinen eigenen genetischen Bauplan. Und ich erzähle das auch in den Seminaren immer so von meinem Weg, weil der Name Matrix, wie gesagt, ist der genetische Bauplan und der eigene genetische Bauplan sieht, bevor wir auf die Welt kommen, ganz rein, frisch, heil, rot, neu aus, also völlig ohne Prägungen. Meine Mutter war noch sehr jung, als ich unterwegs war, war gerade 17. Sie hat sich immer Gedanken und Sorgen gemacht während der Schwangerschaft und hat dann gedacht, schaffe ich das, kriege ich das hin, bin ich dem gewachsen? Da hat meine Matrix, jede Zelle somit in meinem Körper, eine Prägung bekommen. Ich muss mir um alles und jeden Sorgen machen. Und dann bin ich auf die Welt gekommen. Papa hat sich einen Jungen gewünscht, nun war ich ja mal ein Mädchen. Dann gab es die nächste Prägung. Und so geht das immer weiter im Laufe unseres Lebens, oft auch bis zum 6. Lebensjahr, bekommen wir ganz viele Prägungen durch Glaubenssätze, durch Lebensmuster, Verhaltensweisen und so weiter. Das prägt unsere eigene Matrix und unser späteres Leben zu 95%. Und die Matrix Moments Quantenheilung, so heißt das komplette Wort und die komplette Behandlung, ist eine Aktivierung der Selbstheilungskräfte. Sie hilft uns Menschen wieder von hier, aus diesem Zustand, wo wir auch keine Lebensfreude haben, wo wir vielleicht krank sind, vielleicht auch ernste Erkrankungen oder einfach nur das Gefühl haben, irgendetwas fehlt, hier kommen wir raus. Und die Matrix-Moments-Quantenheilung heißt ja auch Zwei-Punkt-Methode. Das heißt also, ich arbeite mit meinem Bewusstsein über zwei Punkte, und unser Organismus beginnt sofort in die Ordnung zu gehen, wieder in die eigene Ordnung zu gehen. Und wie Karl-Heinz deine Ordnung aussieht oder die Ordnung anderer Teilnehmer oder der Ausbildungsteilnehmer aussieht, das kann ich nicht sagen. Das macht die Seele von alleine. Die entscheidet, wann, wie und in welchem Raum oder in welchen Möglichkeiten sich etwas verändert und wie schnell sich etwas verändert.
Die Matrix-Quantenheilung ist nicht an irgendeine Zeit gebunden, sondern es kann sofort eine Veränderung stattfinden. Und der Name Matrix Moments, das ist ja der Name meiner Firma sozusagen, Matrix Moments, der Gedanke dahinter war, Moments, wir haben in jedem Moment unseres Lebens die Möglichkeit, sofort etwas zu verändern. Wir brauchen auf irgendwie 10 Jahre warten oder ach, ich muss erstmal einen ganz langen Weg hinter mir lassen, damit ich wieder in die Freude und in die Lebensfreude und in die Gesundheit komme. Sondern wir haben jetzt sofort in diesem Moment die Möglichkeit zu verändern. Und das fand ich einfach toll und spannend. Und wie gesagt, mein Leben hat sich und das auch vieler Teilnehmer, ich habe ja auch schon einige Ausbildungsteilnehmer gehabt. Und habe auch viele Workshops und Einzelbehandlungen und da ist einfach, das ist einfach eine unglaublich wunderbare Methode. Wo Okay, sehr. dann habe ich noch mal eine Frage. Die eine wäre, du hast jetzt gesagt, dass wir durch die Entwicklung als junge Lebewesen die Veränderung in dieser Matrix erfahren. Das heißt, ist das jetzt ein Prozess, der von außen kommt, oder ist das etwas, was wir letztendlich mit unserem biologischen System durch die evolutionär entwickelten Systeme dann selber machen, dass wir den Schwamm letztendlich selbst verformen, um für den Augenblick eine Überlebenschance zu haben? Ja, so ist es. Also das machen wir immer selber. Aber Ja, okay. wir bekommen ja durch unsere Eltern Glaubenssätze, wie zum Beispiel, das Leben ist schwer oder ganz oft auch, ich muss mir mein Brot im Schweiße meines Angesichts verdienen. Und all solche Dinge, die sind einfach, die hören wir, erleben wir. Oder wenn die Eltern selber vielleicht nicht ganz in der Freude waren und vielleicht Dinge und Berufe erlernt haben, wozu sie keine Lust hatten oder was man einfach, ich musste das ja machen und das war gerade so und war gerade eine Zeit. Dann bekommen wir einfach diese Informationen mit und die Informationen sitzen in unserer Matrix, sie sitzen in unserer, in jeder Zelle des Körpers. Und wie gesagt, in uns gibt es eine Art Mechanismus. Der hat etwas mit den Elektronen in uns zu tun. Der erzeugt eine Art Magnetismus. Und dieser Magnetismus, der zieht immer genau das in unser Leben, und worauf wir quasi geprägt sind. Und es geschieht so lange, bis ich die Prägungen verändere. Dann verändert sich auch mein Außen. Und vermutlich sind die Geschehnisse, die dann, ich sage mal, aufgrund einer deformierten Matrix sich entwickeln, auch immer intensiver, bis wir dann irgendwann wahrnehmen, dass es jetzt an der Zeit wäre, Veränderung zu generieren, oder? Ja, genau, richtig, genau. Okay, das heißt also, dass wir immer wiederkehrende Lebensmuster haben. Ich habe das mal beobachtet, deswegen fand ich das Bild so spannend, einer Fliege, die immer wieder vor die Glasscheibe fliegt, in der Hoffnung, dass sie dann irgendwann das Licht, was sie sucht, erreicht. Wenn die sich jetzt Ja. mal ganz entspannt zurücklehnen würde, auf den Tisch gucken und die offene Tür nebenan sehen würde, dann wüsste sie, wo der Weg lang geht. Aber durch diese stressbedingte Hektik nimmt sie gar nicht bewusst wahr, dass sie immer wieder an der gleichen Stelle aufschlägt. Und letztendlich ist Ganz das bei uns Menschen ja nicht anders, ne? genau. Ja, wir sehen zwar, dass wir immer wieder gegen die Wand laufen oder immer wieder gegen die gleichen, ja, oder die gleichen Themen erleben. Ich meine, das merken wir, das spüren wir ja. Aber die meisten wissen nicht, wie komme ich da raus? Und hier ist es so, mit der zweiten Methode ist es einfach so, dass ich überhaupt nichts großartig verändern muss, selber etwas verändern muss. Es geschieht dann einfach. Weißt du? Okay, Es ja. passiert dann. Und das ist das Wunderbare daran. Ohne dass ich irgendwie großartig aktiv werden muss, sondern die Prägung verändert sich im Innen, also verändert sich mein Außen auch, weil ich habe bitte ja keine Resonanzfläche mehr. Ja, okay, dann meine Frage nochmal. Das, was du mir erzählst, diese Zwei-Punkt-Methode, verlangt dann nach meiner Wahrnehmung natürlich auch die Bereitschaft von demjenigen, erstmal loszulassen, oder? Der muss einfach jetzt einfach die Dinge, die jetzt in seinem Kopf sind, einfach auf Null schalten, und ab dann kann diese Zwei-Punkt-Methode greifen, oder wie läuft das? Und das ist schön, dass du das sagst. Die meisten Menschen sagen immer, ich muss loslassen, ich muss loslassen. Was passiert in uns? Wir haben Stress. Ich muss loslassen, ich muss loslassen. Was machen wir? Wir Ja. halten fest. Ja. Also, wenn ich jetzt anfange, Karl-Heinz, über zwei Punkte zu arbeiten,
muss mal ein bisschen höher kommen, ich sitze hier auf dem, in dem tiefen Sofa, über zwei Punkte zu arbeiten, mit meinem Bewusstsein über zwei Punkte zu arbeiten, dann schaltet das Vegetativum sofort um auf Entspannung, sofort. Ne? Ja. Das heißt, ich brauche gar nicht großartig irgendwas machen, sondern in den Einzelbehandlungen ist es immer so, dass ich immer sage, geh mal gedanklich in den Urlaub. Das heißt also, die Menschen nicht, dass sie da stehen, ich muss gleich noch dieses machen, jedes Mal, ich muss loslassen, ich muss was tun, dann hält man das Ganze nur fest und dann ist man so in der Anspannung auch und im Stress wieder, ne? wo wir dieses Thema hier heute haben. Und einfach mal gedanklich in den Urlaub gehen und dann geschieht unglaublich viel. Weil das Vegetativum sofort umschaltet auf Entspannung. Dann verändert sich sofort etwas. Okay, dann würde ich jetzt noch mal gerne zurückgehen auf deine ursprüngliche Ausbildung als Physiotherapeutin. Wenn ich das jetzt mal verknüpfe mit dem, was du jetzt Matrix Moments, dein Unternehmen, nennst, dann schließe ich jetzt mal ganz einfach die beiden Dinge zusammen. Heißt also, wenn wir einen deformierten Schwamm haben, dann somatisiert sich das oder überträgt sich das auch auf unsere Muskulatur und auf unser körperliches Erscheinungsbild nach außen, oder? Genau, unsere Biochemie im Körper verändert sich und dann kommt es zu kleinen Warnhinweisen. Ne? Vielleicht ein Unwohlsein, vielleicht irgendwie zwickt es irgendwo hier oder da und dann werden diese Hinweise immer massiver und irgendwann kann es dann zu ernsthaften Erkrankungen führen, wenn wir dort nicht hinhören. Weil ich hab so einen Spruch, den mein Hausarzt früher immer sagte, wenn die Seele schreit, kann der Körper nicht gesund sein. Und so ist es einfach. Und das finde ich einfach toll, diesen Spruch, weil das passt einfach auf. Ne? Wenn ich im Inneren diese ganzen Prägungen mit mir rumtrage und 24 Stunden diese Prägungen in mir arbeiten, weil wenn ich schlafe, arbeiten sie ja auch. Ne? Das ist ja nicht so, dass klar. Unterbewusstsein arbeiten sie ja. Wenn ich das 24 Stunden mit mir rumtrage, kann ich nicht in der Lebensfreude sein. Das geht einfach nicht. Ne? Ich komme da raus, ne? Und auch in dem Schmerz. Also wir haben in der Physiotherapie ist es so, auch dass wir immer genau wissen, also wenn wir zum Beispiel im Lendenbereich einen Schmerz haben, wenn da jemand kommt, der extreme Schmerzen im Lendenbereich hat, das hat immer etwas mit der Existenz zu tun. Da ist immer unsere Existenz gespeichert. Das heißt also, hier schaffe ich das, kriege ich das hin, bin ich dem gewachsen oder auch die materielle Existenz. Ne? Ja. Und dann im Nackenbereich hat immer etwas mit Druck zu tun. So ist einfach der Körper, der uns sofort diese Antworten liefert auch. Ne? Und wenn wir diese Symptome lesen könnten, würden wir nicht dorthin kommen. Ja gut, ich meine, das ist ja auch irgendwo nachvollziehbar, weil ja diese Symptome ja über, ich sag mal, die Gefühlshälfte, die fühlende Hälfte des Gehirns dargestellt wird und das, worüber du sprichst, ja Stress letztendlich ja immer bedeutet, dass eine Hirnhälfte die andere, das ist mein Bild, überlagert, so weißt du so. Und in der Regel ist es so, dass die Gedanken die Emotionen überlagern und im emotionalen Bereich sind ja auch die Informationen, ich sag mal, aus dem Innern vom Körper zum Gehirn einbegriffen und dass es dann als Ausgleich zu Verspannungen kommt nach außen hin, wenn der Schwamm deformiert ist, der die Signale im Prinzip initiiert. Das ist ja nicht mehr als verwunderlich. Ja, genau, richtig. Und es ist immer so, die Matrix-Quantenheilung läuft auch nicht über die linke Hirnhälfte, über unsere Ratio. Wir haben ja hier auf dieser Seite unsere Ratio sitzen. Unsere Ratio hat eine Kapazität, also das ist unser tägliches Planen, Denken, Organisieren. Unsere Ratio hat eine Kapazität von 15 Bits pro Sekunde an Informationen, kann sie verarbeiten. In der rechten Hirnhälfte haben wir unsere Kreativität, Intuition, Bilder, Gefühle, Emotionen. Hier haben wir eine Kapazität von 11 Millionen Bits. Das heißt also 15 Bits, 11 Millionen Bits. Und viele Menschen, oder ich war früher ja auch so, habe alles immer durch die linke Hirnhälfte geschickt, ne? Musste erstmal alles begreifen, alles verstehen. Aber unser Körper nimmt ja viele Dinge schon ganz, ganz anders wahr, viel früher wahr. Und der merkt ja schon viel früher, dass etwas nicht stimmt. Bis unser Verstand das dann irgendwann mitbekommt, dauert es halt eine Zeit. Ne? Aber mit der Matrix-Quantenheilung ist es einfach so, ich kann mich jeden Morgen, ne, bevor ich aufstehe,
ein paar Minuten nehme ich mir einfach Zeit und dann matrixe ich mich selber, ich behandle mich selber dazu, um einfach einen tollen Tag zu haben, nette Menschen anzuziehen und tolle Menschen anzuziehen und einfach wirklich auch in der Lebensfreude zu bleiben und genau die Dinge in mein Leben zu ziehen, die ganz, ganz wichtig für mich sind und mich nicht irgendwie wie früher runtergezogen haben, wenn ich bestimmte Dinge und Themen, wenn sie mir begegnet sind, dann habe ich sofort, oh, sofort in der, im Schock oder in der Angst und ja, und das hat natürlich einfach das Leben dann auch irgendwann nicht mehr schön gemacht. Okay, jetzt habe ich mal zwischen den Zeilen was gehört. Bei deiner Arbeit heißt also, dass dieser Schwamm, wenn wir nicht kontinuierlich am Ball bleiben und die Form uns vorstellen, heißt also den heilen Schwamm, dass er sich von selbst aufgrund unserer alten Erfahrungen dann auch wieder deformiert, wenn wir nicht am Ball bleiben, bis sich das System so weit integriert hat, dass es jede Beule im Schwamm automatisch wieder, ich sag mal, ausbeult. Karl-Heinz, schöne Frage, weil das hat etwas mit unserer linken Hirnhälfte zu tun, mit unserer Ratio zu tun. Im Prinzip ist es so, wir könnten, wenn wir es zulassen, mit einer einzigen Behandlung das da, wenn Karl-Heinz, wenn der nicht wäre. Ich weiß, wenn die Ratio wäre. Ne? Das ist das, was uns prägt. Und wir leben auch in einem Kollektiv und im kollektiven Feld, Bewusstseinsfeld, sind einfach ganz viele Dinge gespeichert. Und wir gehen, wenn wir diese Prägung haben, ja auch permanent damit in Resonanz. Mhm. Und wir verändern, wenn wir etwas in uns verändern, verändern wir ja auch das Bewusstseinsfeld von Mutter Erde. Mhm. Also verändert sich ganz, ganz viel, sowieso ganz, ganz viel. Und ja, und da verändern wir einfach dann unsere Resonanzfläche. Okay. Ja, sowas Ähnliches kenne ich in meiner Denke auch. Bei mir nenne ich das nur anders. Das heißt, ich kenne zwei unterschiedliche Wahrnehmungsfilter. Der eine ist der Überflussfilter und der andere ist der Mangelfilter oder Mangelfokus auch und Überflussfokus. Das heißt, mit zunehmender Deformierung, um auf dein Bild zurückzukommen des Schwammes, gehe ich in den Mangelfokus und damit reduziere ich so auf der einen Seite das tatsächliche Bewusstsein, weil ich ja ganz kurzfristig nur oder ganz eng denke und das andere nicht aufnehmen kann. Und auf der anderen Seite begrenze ich ohne Ende mein Leben damit. Mhm. Ich erzähle das nochmal, ich sage nochmal ein anderes Beispiel. Wir alle kennen ja den Dalai Lama. Der Dalai Lama hat gesagt, wir alle haben zwei Wölfe in uns. Den einen Wolf der Angst und des Zweifels und den Wolf der Freude und der Liebe. Und dann hat ein kleiner Junge hat ihn gefragt, welcher Wolf ist denn stärker? Und hat der Dalai Lama gesagt, der, den du fütterst. Mhm. Ja, ein schönes Bild. Ja. Finde ich total schön, weil wir gehen oftmals auch immer nur mit den Dingen, oder wir geben den Dingen, den geben wir unglaublich viel Aufmerksamkeit. Den geben wir, also wir erzeugen ein ungigantisches Feld, ne? Energiefeld. Und gehen permanent immer wieder dadurch, dass wir ja auch vielleicht, um beim Mangel zu bleiben, Mangelsysteme in uns haben, gehen wir permanent wieder damit in Resonanz. Und es ist einfach so, dieses Bewusstseinsfeld, das beschränkt sich nicht nur auf mich, das ist nicht nur der einzelne Teilnehmer bei mir, sondern ich mache immer etwas für mich, für meine Familie, für den Ort, für das Land, für das ganze Universum. Mit der Matrix-Quantenheilung ist es so, ich habe immer so ein ganz tolles Beispiel in den Ausbildungen, sage ich das immer, wenn ich wir alle sind wie ein See und wenn ich ein Steinchen in diesen See werfe, ist jeder Wassertropfen in diesem See betroffen. Spürt diese Veränderung. Kein Wassertropfen bleibt in seinem Urzustand. Und das finde ich total schön. Weil ich habe früher immer gedacht, was kann ich denn in meinem kleinen Kämmerlein hier schon verändern? Ne? So, oder wenn ich mit einem Patienten arbeite, dann denke ich immer, ja, dem ist geholfen, aber die anderen 1300 rennen immer noch mit ihren Schmerzen rum. Nein, es verändert sich auch im Kollektiv. Mhm. Ja, das heißt also, dann müssen wir nicht mit Gewalt und Politik irgendwo Veränderung gestalten, sondern wir können vielleicht mit einer gesunden Portion dann entstehendes Vertrauen, dass wir tatsächlich auf das gesamte System schauen, auch Dinge zulassen, die wir vorher nicht zulassen würden, oder? Ja, Karl-Heinz, und es geht im Leben eigentlich um eins, um Spaß und Freude.
Ja, Da ja. deswegen Ja, sind wir hier. jetzt wollte ich gerade den Satz rausgeben, diese schmerzhafte Erfahrung habe ich auch schon gemacht. Ja, Ja, wir das alle, ist ich ja. denke mal, die Menschen, die einfach auch zur Quantenheilung kommen oder zu dir in die Behandlung kommen, das sind Menschen, die einen Lebensweg hinter sich haben. Und ich sage immer, wenn wir in einem goldenen Nest sitzen und werden den ganzen Tag verwöhnt, dann bewegen wir uns nicht. Warum auch? Ne? Uns geht es ja gut in dem Sinne. Aber das sind Menschen, die aus irgendeinem Grunde einen Schmerz, ein Leid, ein seelisch-körperlich-mentales Anliegen haben. Und die machen sich auf den Weg. Und da findet der eine findet diese Methode, der andere findet die andere Methode. Und ich weiß, bei uns hier in Norddeutschland war also die Matrix-Quantenheilung bis vor einigen Jahren auch völlig unbekannt. Ne? Und dann habe ich auch gesagt, man arbeitet ja über zwei Punkte. Und dann habe ich immer gedacht, oh mein Gott, wem kann ich das hier im Ort, wir sind ein relativ kleiner, wem kann ich das erzählen? Wen kann ich dafür begeistern? Ne? Also, ich habe gedacht, die jagen mich irgendwann mal über den Dorfplatz oder so. Nein, aber es war wirklich so, wo die Menschen herkommen und auch eine wirklich, was für Feedback dann im Nachhinein noch kommt, so wenn ich mal Vorträge gebe und ich habe mal eine kleine Demonstration gemacht oder so, dann, ah, weißt du hast mir doch mal eine einzige Welle gegeben, seitdem ist mein Tinnitus weg. Und also, das sind so Sachen, die mich einfach dann, wo ich dann denke, ach toll, ne? So eine einzige Welle und schon so ein langes Ja. Leiden beendet. Ne? Aber wie gesagt, es ist immer ganz wichtig auch zu sehen, der Mensch selber entscheidet, wann und wie und in welcher Form er seine Anliegen und Dinge verändert. Aber es entscheidet niemals die linke Hirnhälfte, sondern immer unsere rechte Hirnhälfte. Das heißt also, in dem Augenblick, wenn ich mein Schwämmchen wieder auf Urform zurückgebracht habe, dann ist Stress letztendlich in meinem Leben nicht mehr existent. Dann ist der Genau. Stress weg, ja. Genau. Das heißt also, du selber hast mit dem Erlernten deinen Stress aus deinem Alltag auch eigentlich entfernen können, oder? Den negativen Stress. Den Ich negativen unterscheide Stress, zwischen ja. positiven und negativen. Also ich brauche zum Beispiel immer so ein bisschen positiven Stress, damit ich etwas mache. Sonst werde ich mal ganz schnell mal so ein bisschen faul, weißt du? Ja, Und ja. wenn ich diesen positiven angenommen, wenn zum Beispiel ich etwas, ein Seminar kreieren soll, dann mache ich das immer in relativ letzter Minute, dann kriege ich die besten Ideen. Ne? So, das ist für mich positiver Stress. Genau. Ne? Aber negativer Stress ist einfach, wenn ich Dinge machen muss, die ich nicht gerne tue, wo ich einfach denke, so, oh, das muss ich heute schon wieder machen oder ich will das nicht. Und ich habe damals in der Praxis auch Behandlungsformen gemacht, die mich einfach nicht froh und glücklich gemacht haben. Ich habe sie aber immer gemacht, weil ich die Praxis ja vom Papa übernommen habe. Und das macht man schon seit 40 Jahren hier bei uns in der Praxis so. Ne? So. Aber es hat mir keinen Spaß mehr gemacht. Und das war für mich negativer Stress. Und der hat mich krank gemacht. Und da Ja. bin ich rausgekommen. Also das habe ich dann auch ganz wirklich in Liebe verabschieden können. Und für mich war das wirklich ja, nochmal ein ziemlicher Befreiungsschlag. Naja, das ist ja das Übliche in der Natur, dass sie immer ein Teil nimmt und beide Möglichkeiten, das ist das Stöckchen mit den beiden Enden. Das Gute und das Schlechte, im Prinzip, ich nenne es jetzt mal ganz platt so, weil das kommt ja nicht hin, in einem enthält. Das heißt, Stress trägt ja auch immer die positive Variante, dass sie ja die Motivation und Energie liefert für Veränderung und gleichermaßen selbst auch die von uns manchmal ungeliebte Veränderung selber ist. Genau. Und es ist so, wir haben ja alle beide Teile immer in uns, ne? Aber früher war es bei mir so, dass ich diesen negativen Teil immer ganz viel Aufmerksamkeit gegeben habe. Es hat mich quasi beherrscht. Ja. Durch die Quantenheilung ist es so, da habe ich irgendwie auch einen anderen Blickwinkel bekommen. So als ob mein Taschenlampenstrahl plötzlich ein bisschen weiter geworden wäre und ich andere Dinge wahrnehme und andere Dinge einfach auch spüre. Und wenn jetzt Stress kommt, lebe ja heute auch nicht irgendwie auf dem Mond, sondern mir begegnet ja auch mal Stress oder mal vielleicht eine Rechnung vom Finanzamt, die gerade nicht so schön ist und solche Dinge, ne? Was früher negativer Stress war, ist heute einfach so, ach ja, ich weiß ja, was ich machen kann.
Ich kann meinen, wenn ich eine Rechnung bekomme, die gerade nicht so ganz toll ist, ne? So, wo ich dann denke, gerade nicht das Geld dafür oder waren andere Dinge noch, die noch zusätzlich kommen, dann gehe ich, behandle ich mich zu meinem Füllesystem. Das zeigt mir nur gerade, mein Füllesystem ist gerade mal wieder so ein bisschen schwach. Ich kann mich dazu sofort behandeln und bematrixen. Das ist total klar. Ich gehe raus aus. Ich könnte ja auch reingehen und denken, oh mein Gott, und ich gebe so diesen Stress so richtig Aufmerksamkeit. Und das mache ich gar nicht mehr, sondern ich weiß ja, was ich tun kann. Okay, das heißt, du nimmst dann die zeitliche Dimension einfach raus, letztendlich, wenn ich es mal ganz nach meinem Denken betrachte, oder? Genau, die Matrix-Quantenheilung arbeitet oder wirkt in der fünften Dimension, 5-Plus-Dimension. Die Zeit ist vierte Dimension gebunden. Das heißt also, ich gehe raus aus diesem ganzen zeitlichen Denken. Ja, aber Und das bedarf aber dann auch, um es, ich sage mal, in der linken Hälfte, also einen Platz zu verankern, den es ja haben muss, diese Art und Weise zu handeln, bedarf dann auch, ich sage mal, eines gewissen Wahrnehmungserweiterungsprozesses. Das heißt, das Bewusstsein muss sich schon sehr, sehr erweitern, um dann auch, ich sage mal, das mit der entspannten Art und Weise, wie du das gerade schilderst, dann auch umsetzen zu können. Genau, das zeige ich in der Ausbildung, das lernt man in der Ausbildung. In der Ausbildung, die findet also übrigens nächste Woche statt, vom 26. bis 28. Oktober gibt es eine Matrix-Quantenheilungsausbildung Teil 1 und 2. Und im ersten Teil erkläre ich den ersten Tag nur Quantenphysik pur, weil unser Verstand ist ja da, unsere Ratio ist ja da. Wir müssen ja erstmal lernen, dass das nichts ist, was ich mir irgendwie ausgedacht habe, sondern das hat alles Hand und Fuß. Es basiert auf auf der quantenphysikalischen Wissenschaft und da rauchen die Köpfe. Und dann ist am Samstag dann der zweite Tag, da ist es dann so, dass wir dann mit Hilfe verschiedener Tools, Werkzeuge einfach auch in diese quasi so diese Türen öffnen dafür, ne? Und so, dass jeder so nach dem ersten Teil schon sich und auch andere damit behandeln kann. Und dann Das, gibt es am Sonntag ist dann also der zweite Teil am 28. Da gibt es einige, die schon mal irgendwann den Teil 1 gemacht haben, die kommen dann am Sonntag zum zweiten Teil dazu. Und dann gibt es Teilnehmer, die einfach dann auch beide Teile gleichzeitig gebucht haben. Die einfach in dem zweiten Teil ist es so, da tauchen wir noch tiefer ein in dieses Ganze, in die Matrix-Quantenheilung. Da geht es ja auch um die Fernbehandlung, weil in der Quantenphysik gibt es ja kein Raum- und Zeitgefüge, wie wir es in der dritten Dimension kennen, ne? Sondern Mhm. man kann auch über die Ferne arbeiten, über die Entfernung arbeiten. Da gibt es dann auch keine Störfelder, wie jetzt, wie wir beiden das jetzt gerade erlebt hatten, so mit dem Videostart, sondern. Sondern das geht wirklich, ob ich jetzt hier in Dinklage bin oder und ich arbeite mit jemandem, der in Australien ist, das ist völlig egal. Die Ja. Quantenheilung ist nicht an Raum und Zeit gebunden. Und mit dem Teil 1 und 2 hat man schon ein ganz, ganz wunderbares Grundgerüst an der Hand, um wirklich auch das Bewusstsein zu verändern und da noch weiter einzutauchen. Okay, das klingt sehr, sehr spannend. Ja. Darf ich dich einfach direkt fragen, was kostet denn so ein Seminar, wenn man das bei dir bucht? Also das Teil 1 Seminar kostet 390 Euro und das Teil 2 215. Nun sind wir ja an dem Frühbucherrabatt vorbei, aber es fällt mir so gerade ein, wenn jemand sagt, er bucht jetzt über deine Seite, würde ich ihm den Frühbucherrabatt noch geben. Das ist so ein, ja, einfach jetzt nochmal so ein spezielles Goodie. Ja, schön. Also ich sag mal, für 700 € sein Leben wieder in den Griff zu kriegen, relativ fix in den Griff zu kriegen, weil ja die zeitliche Dimension ihren Stachel verliert, ist ja so gesehen ja auch wirklich kein Preis, muss man ja ganz ehrlich mal sagen. Wie viel Geld geben wir denn Ganz genau. aus, um auf der anderen Seite unser Unwohlsein durch Konsum oder welche Dinge auch immer auszugleichen? Und das schaffen wir locker in einem Monat. Aber wir haben die ganzen Lebensmonate noch vor uns. Insofern ist das natürlich im Prinzip eine sehr sinnige, ich nenne das mal einfach Investition. Das ist ja dann nicht, ist ja kein Konsum mehr, sondern das ist ja tatsächlich eine Veränderungslösung fürs eigene Leben. Genau. Allein du Und kannst es auch, du machst. also ja, Entschuldigung.
Nee, du wolltest was erzählen. Mach gerne, ja. Ja, es ist auch nicht an einen Berufszweig gebunden. Es ist nicht unbedingt nur für Therapeuten, sondern ich habe von der Hundefriseurin bis zum Neurologen alles dabei. Also es ist wirklich, du kannst auch alles das, was du schon gemacht hast, an Fortbildung, Ausbildung, kannst du mit der Matrix-Quantenheilung kombinieren. Karl-Heinz, das ist das Wunderbare. Es ist keine Technik, wo ich eine bestimmte Struktur abarbeite, sondern es ist eine Methode. Alles das, was ich gelernt habe, kann ich damit kombinieren. Und jeder gestaltet nachher seine eigene individuelle Therapieform damit oder Behandlungsform damit oder Lebensform damit. Also das ist Wollte ich. total schön. Oder steckt's in die eigene Tasche und sorgt dafür, dass er für seine Umwelt ein Glanz ist und Menschen ansteckt, die das auch gerne möchten. Ja, das finde ich faszinierend. Du hast ja jetzt auch schon, ich sag mal, eine gewisse Zeit mit diesem Thema Matrix gelebt und Erfahrungen gemacht. Eine witzige, lustige Anekdote zum Thema Stress. Die Menschen haben ja dann auch immer ihre eigene Sichtweise. Fällt dir da was ein? Ja, dazu fällt mir ein, also jeder Mensch hat ja eine ganz besondere Begabung. Und Ja. meine Begabung ist es, einfach mit der Intuition zu arbeiten Mhm. und eine ganz klare Intuition auch zu haben. Ich habe also Freunde in Landshut wohnen und die Freundin hat ein neues Büro bezogen und dieses Büro war immer kalt. Sie hat also unglaublich gefroren und war immer kalt. Und dann war ich in Landshut zu Besuch und komme da rein. Und habe dann so gesagt, ich sage, mein Gott, du musst doch mal durchräuchern. Ne? Es ist also hängt ja in diesem Energiefeld oder dort in dem Büro hing unglaublich viel altes Zeug fest. Es ist ja nicht so, dass es nur an mir klebt, sondern es ist ja unsere Räume, unser Haus, unsere Büroräume haben ja auch ein Energiefeld. Ne? Und in diesem Energiefeld war alles Mögliche gespeichert, was da vorher stattgefunden hat. Ja, und dann hat sie das gemacht und danach war es einfach richtig warm, Ja. wurde richtig warm, sie wurde fröhlicher, also sie hatte richtig Spaß, kein Stress mehr und es kamen unglaublich viele Aufträge. Ne? Ja. Wenn ich mich jetzt nicht schon so lange mit diesen Themen befassen würde, dann würde ich jetzt sagen, jetzt wird es spooky, aber das passiert tatsächlich, ne? Das hat also nichts mit Esoterik oder so zu tun, sondern das ist tatsächlich auch wissenschaftlich bewiesen. Und das ist das Faszinierende daran, ne? Genau. Und jeder kennt auch dieses Sprichwort, nach einem Streit gibt es dicke Luft. Weißt du? Ne? Die ist Ja, spürbar. ja. Und du kommst in einen Raum rein und ne? Da haben sich vorher Menschen gestritten. Du kommst da rein, du fühlst das quasi. Oh, ist hier dicke Ja, Luft. Das kennt jeder. ja. Das hat damit zu tun. Ja. Und je weiter wir von unserem emotionalen Gehirnteil entfernt sind, umso weniger nehmen wir diese dicke Luft wahr. Das heißt also, deine Intuition entspringt ja eigentlich einer sehr funktionierenden Kooperation deiner linken und rechten Gehirnhälfte. Sehe ich das richtig? Ganz genau, ganz genau. Und das ist meine besondere Fähigkeit, die ich mitgebracht habe auf die Erde. Und so hat jeder seine eigene besondere Fähigkeit. Und die kommt einfach durch die Ausbildung auch heraus. Wir versuchen sie immer vorher zu deckeln und denken dann immer, oh, das kann ich nicht oder ich traue mich nicht oder was auch immer da für Themen uns da noch hindern. Aber das kommt einfach raus und dann passt es plötzlich. Ich hatte danach auch plötzlich die richtigen Worte und ja, und es macht einfach auch Spaß, damit zu arbeiten. Ne? Und Na ich habe jetzt wirklich auch in den Einzelbehandlungen so viele Menschen, die aus so vielen verschiedenen Berufen kommen, sei es jemand, die etwas für Kinder und Enkelkinder tun möchte, oder sei es jemand, der ein großes Unternehmen leitet. Also es ist völlig egal. Menschen wollen einfach auch wieder mit ihren Fähigkeiten Kontakt haben und ein Satz, der noch so von meinen Ausbildern immer noch so ganz, ganz gut hängen geblieben ist. Sie sagen immer, wir sind, denkt daran, wir sind spirituelle Wesen, die eine menschliche Erfahrung machen, nichts anderes. Ja, Und unsere, den Eindruck kann ich bestätigen, ja. genau, und unsere Fähigkeiten einfach wieder herauszuholen und dafür ist die Quantenheilungsausbildung wunderbar. Ja. Also wer bei Andrea irgendwas buchen möchte, ich werde dieses Interview auch nochmal auf Facebook teilen, beziehungsweise auch nochmal auf YouTube. Und ich werde jeweils dann deine E-Mail beziehungsweise deine Internetseite Matrix Ja. Moments,
Die werde ich dann nochmal veröffentlichen, falls es jemand interessiert. Jetzt nochmal eine Frage. Deine Lieblings- und wirkungsvollste Strategie gegen Stress ist also Matrix Moments. Wenn ich das Interview jetzt richtig zusammenfasse, bleibt letztendlich nichts mehr über. Wir hatten diese drei Fragen ja abgesprochen, aber die kann ich mir dann letztendlich selbst beurteilen bzw. beantworten. Und das Wichtigste Wenn ist du, einfach, ja? Karl-Heinz, ich brauche keine, ich kann das auch überall machen. Ich brauche Ja. keine Mathe, ich brauche keine, ich kann das überall machen. Ich kann, stehe ich in einer Warteschlange im Supermarkt oder ich kann das überall machen. Das ist so das Wunderbare. Und, ne, und bin achtsam mit mir und dann kann ich das einfach ganz, egal wo ich bin, ich brauche keine anderen Hilfsmittel. Ich bin wirklich gut verbunden dann. Okay, das heißt also, dann kann ich aufhören zu steuern, so wie ich das mit meiner linken Gehirnhälfte mache. Ich vergleiche diese Art zu leben mit einer Leichtigkeit, die ich als Kind empfunden habe, wenn ich freihändig Fahrrad gefahren bin. Ganz genau, ja. Ja, und die Genau. Steuerung erfolgt ja nicht über den Körper, wie wir glauben, sondern sie erfolgt über unseren Geist, der in der Lage ist, diese Materie dahin zu steuern, wo ich möchte, dass sie hinfährt. Ganz genau. Ganz Liebe genau. Andrea, dann sage ich vielen, vielen, vielen Dank für dieses super Ja. spannende Interview. Wer mehr wissen möchte, wie gesagt, der findet dann auf YouTube und Facebook nochmal deine Internetadresse. Ansonsten, wenn Fragen sind, auch gerne unter stressfreilebenlernen.com. Ich wünsche dir einen zauberhaften Tag. Nochmal vielen, vielen Dank und alles Gute. Super. Und nun aber nix wie wieder an der Arbeit, ne?